Hallo Freunde, ich sag's euch wie es ist, wir müssen heute knallhart durchziehen. Ich habe ja überall die Fenster zugemacht, damit keine Außengeräusche hier reindringen, aber es ist hier verdammt warm und es wird immer wärmer. Also, lasst uns loslegen und bleibt am Ball. Hi Guys and Girls, hi Folks und hallo Mitmenschen. Hallo meine lieben Mitmenschen. Freunde, die Lage ist ernst. Die Lage ist ernst am deutschen Rollenspielmarkt. Der ein oder andere von euch wird es wohl mitbekommen haben. Ein Raunen ging um. Ein Aufschrei ging durch die German Rollenspielszene. Ein Aufschrei des Entsetzens. Und es kam zu Panikreaktionen. Worum geht's? In letzter Zeit sind einige Bomben detoniert und deren Einschläge waren ganz schön heftig und kommen immer näher. Doch der Reihe nach. Die erste Bombe ließ vor einiger Zeit Ulysses platzen, indem sie uns um die German-Ausgabe von Babes and Beasts, Babes and Barbarians, ich meine... Beasts and Barbarians geprellt haben. So einige haben sich bereits vorab die Regeln von Savage Worlds zugelegt, nur in weiser Voraussicht auf das bereits angekündigte Beasts and Barbarians. Babes and Barbarians. Ich meine Beasts and Barbarians. Doch statt uns die einzige Alternative für Beasts and Barbarians anzubieten, nämlich Flash Gordon, es gibt keine andere Alternative als Flash Gordon, werden wir mit einer Neuauflage des alten Grusel-Western-Settings Deadlands abgespeist. Also alter Wein in neuen Schläuchen. Deadlands ist nicht schlecht, aber Deadlands ist nun mal kein Beast and Barbarians oder Flash Gordon. Ulysses meinte dann so, ja, bei Flash Gordon, das geht nicht so ohne weiteres. Ja. Da sind so einige Dinge zu beachten. Lizenzen und so. Da geht eine Umsetzung nicht so ohne weiteres. Aber dafür sind sie Profis. Ich meine, dafür sind sie Profis. Und haben die German Gründlichkeit. Apropos Gruselwestern. Grüße an Pegasus. Wo bleibt eigentlich die Umsetzung von Down Darker Trails? Ich meine, das Ding gibt es schon seit 2017. Und von Pegasus haben wir diesbezüglich noch überhaupt gar nichts gehört. Nichts von irgendeiner Umsetzung von Down Darker Trails. Aber Pegasus, bis zur Spiel 2021 habt ihr ja noch knapp 4 Monate Zeit. Also macht voran. Aber zu euch kommen wir noch später. Die zweite Bombe ließ Markus Plötz im Juni-Vlog von Ulysses platzen. Ulysses übersetzt nicht mehr für den Lizenznehmer die D&D-Produkte ins Deutsche. Ab September 2021 sollen deutsche Übersetzungen direkt von Wizards of the Coast angegangen und vertrieben werden. Wann, also ob Anfang oder Ende September, wie und wo die Bücher und in welchem Umfang sie erhältlich sein werden, ist noch unbekannt. Fakt ist, dass bis jetzt knapp 1 Dutzend Bücher noch nicht ins Deutsche übersetzt worden sind. Ich blende sie hier mal ein. Faktisch müsste mindestens 1 Rollenspielbuch pro Monat ins Deutsche übersetzt werden, damit der deutsche Markt aufholen und gleichziehen kann. Apropos German Gründlichkeit. Ich bin gerade dabei, mir die Geister von Salzmarsch durchzulesen und eine Liste von Rechtschreibfehlern zu erstellen. Da sind doch so einige drin, sind ein paar Seiten. Naja, 2, 3, die ich dann Ulysses zukommen lassen wollte. Ich glaube, das ist jetzt obsolet. Bin gespannt, wie die Zukunft von D&D hier in Deutschland aussieht. Was uns hier erwartet. Kommen wir zur dritten Bombe. Es rumort in Übersee. Die Frage steht im Raum, besteht die Möglichkeit, dass Paizo Pathfinder eventuell von Wizards of the Coast von D&D aufgekauft wird. Zu Pathfinder 1-Zeiten war es so, dass Pathfinder der neue Klassenprimus war und mehr Umsatz generierte als Wizards of the Coast mit D&D.
Vielerorts wurde Pathfinder als das neue D&D betitelt. Und einige Noobs in der deutschen Rollenspielszene glaubten tatsächlich, Paizo hätte D&D aufgekauft und in Pathfinder umbenannt. Nachdem jedoch D&D 5 erschienen ist, hat sich das Blatt gewendet. Wizards of the Coast macht mehr als 12-mal so viel Umsatz wie Paizo. Und nachdem zwei Designer von Paizo zu Wizards of the Coast gewechselt sind, wurden die Gerüchte laut von einer eventuellen Übernahme. Da jede Übernahme mit Stellenabbau vonstatten geht, haben die zwei Mitarbeiter vielleicht schon vorab Paizo verlassen, um bei Wizards of the Coast einen sicheren Posten zu haben. Befeuert wurden die Gerüchte diesbezüglich dadurch, dass Paizo anfing, ihre Pathfinder-Regeln in Bücherbundles zu verschleudern. Fans in den USA raten Paizo sogar dazu, ihre Pathfinder-Abenteuerpfade nicht mehr für das Pathfinder 2-Regelwerk, sondern für die 5E-Regeln umzusetzen. Inwieweit sich jedoch die Pathfinder 2-Regeln von den 5E-Regeln sich jetzt unterscheiden und entfernt haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Ob da überhaupt eine große Anpassung und Regeländerung vonnöten ist. Wer da sich besser auskennt und mehr darüber Bescheid weiß, ab in die Kommentare damit. Eine Reaktion auf den Umsatzrückgang bei Paizo ist vermutlich auch die Umsetzung von Pathfinder für das Savage Worlds Rollenspiel. Mal sehen, ob Paizo für die Umsetzung von Pathfinder für das Savage Worlds Rollenspiel gänzlich neue Abenteuerpfade kreiert oder ob sie nur schon bereits bestehende Abenteuerpfade den Regeln von Savage Worlds anpassen. Kommen wir nun zur eklatantesten Bombe. Bombe Nummer 4. Pegasus übernimmt im Jahre 2024 Midgard. Mit Übernahme 2024 soll es eine neue Regeledition geben. Doch damit nicht genug. Zusätzlich zu den neuen Regeln soll es dann auch noch eine neue Spielwelt geben. Das wäre nach Magira und Midgard dann die dritte Spielwelt für dieses System. Wie ich das verstanden habe, soll es eine Parallelwelt von Midgard sein. Als Grund dafür wurde genannt, dass die jetzige Spielwelt schon zu ausgearbeitet sei und für die Neuerungen, so wie Pegasus sie sich vorstellt, nicht genug Platz bieten würde. Es soll alles bunter und mehr werden. Dabei ist Midgard gerade für seine Bodenbeständigkeit bei den Fans beliebt. Im Land Alba zum Beispiel sind Männer noch echte Männer und Frauen noch echte Frauen. Dafür gibt es wiederum andere Länder in Midgard, in denen das Matriarchat herrscht. Pegasus möchte Midgard bunter machen und gendergerecht bereichern. Wobei das ja ein Widerspruch in sich selbst ist, ne? Gendern ist doch nichts anderes als alles gleichzusetzen, gleichstellen, gleichmachen, verallgemeinern, weichzuspülen, zu streamlinen und zu mainstreamen. Habe ich was vergessen? Willkommen in der schönen, neuen, bunten Rollenspielwelt. Ich bin der Meinung, ein Rollenspiel muss Ecken und Kanten haben. Wo bleibt denn sonst die Abwechslung, die Herausforderung, das Abenteuer? Des Weiteren soll das Gendersprech Einzug halten. Und da muss ich sagen, das finde ich nur nicht gut oder schlecht. Das finde ich richtig bescheuert. So bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert. 2/3 der deutschen Bevölkerung lehnen das Gendersprech und das Gendergaga ab. Denn es ist nichts weiter als die Verschandelung der deutschen Sprache. Ich meine, wer oder was kommt auf so eine Idee? Wer entweder vollkommen ahnungslos ist oder jemand, der also bösartig ist. Das Problem ist, dass ein ganz kleiner, geringer Teil der Gendersprechbefürworter in den Verlagen sitzen und uns das jetzt als den neuesten geilen Shit verkaufen wollen. Das ist eine Bande von Idioten! Ein gutes oder besser gesagt schlechtes Beispiel, wie man nicht gendert, sind die Forbidden Lands. Hier drin wird gegendert und es leidet der Lesefluss und das Lesevergnügen doch erheblich. Das sage nicht nur ich, sondern auch Frauen, die Forbidden Lands gelesen haben. Also die deutsche Ausgabe, die Verbotenen Lande.
Eine der Frauen hat sich ebenfalls die Forbidden Lands Box zugelegt, also die deutsche Ausgabe, die Verbotenen Lande, und fand es bescheuert. So bescheuert? So bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert. Das Gendern, nicht das Rollenspiel. Schade drum, ne? Und Christoph Tinius, der für das Regelwerk der anstehenden 6. Edition von Midgard zuständig ist, hat auch durch die Blume verlautbaren lassen, dass er dem Gendern doch eher differenziert gegenübersteht. Zumindest habe ich das so verstanden. Nun, die Frage ist, was kann man dagegen tun? Ich kann dazu nichts raten, nur so viel. Ich habe die deutschen Rollenspielverlage über die ganzen Jahre, über die ganzen Jahrzehnte immer unterstützt. Ich habe nur deutsche und übersetzte Produkte gekauft. Jedoch bin ich, also ich, nun schon seit einiger Zeit dazu übergegangen, auch englischsprachige Produkte zu kaufen. Hauptsächlich von Rollenspielen, die noch nicht auf Deutsch erschienen sind. Hier, Conan zum Beispiel. Ist auch so ein Kandidat dafür. Ja, die deutsche Rollenspielszene giert und lechzt danach nach einer deutschen Übersetzung. Schon seit Jahren. Es passiert nichts. Ja, wird einfach nicht übersetzt. Es wird einfach nicht übersetzt. Ich spreche da keinen Verlag insbesondere an, sondern einfach im Allgemeinen. Was waren das noch für Zeiten, als Midgard aus 2 Regelbüchern bestand? Als das zweite zwar angekündigt war, aber nie erschienen ist. Das waren damals die Zeiten, als man gar nicht wusste, wo man einen 20-seitigen Würfel herbekommt. Geschweige denn, wie so ein Ding aussah, wie man sich so einen 20-seitigen Würfel vorzustellen hat. An dieser Stelle möchte ich explizit darauf hinweisen, dass Pegasus schon jetzt Mitarbeiter, Meinungen und Vorschläge für dieses Projekt sucht. Also, nutzt die Chance und bringt euch mit ein. Gebt eure Vorschläge und Meinungen ab. Die E-Mail-Adresse werde ich unten in der Infobox noch angeben. Und eure Meinung ist natürlich auch hier bei mir gefragt. Was haltet ihr von Pegasus neuem Vorhaben? Gehört ihr zu den Genderfetischisten und Befürwortern des Gendergagas? Dann gebt diesem Video einen Daumen runter. Oder seid ihr eher meiner Meinung und für den Erhalt der deutschen Sprache? Dann gebt diesem Video einen Daumen hoch. Und vergesst nicht, ordentlich zu kommentieren. Und abonnieren könnt ihr auch gleich. Kommen wir nun zur letzten Big Bomb. Etwas Positivem. System Matters setzt für DCC, für Dungeon Crawl Classics, die Lenkmar-Box um. Die Lenkmar-Box wird ins Deutsche übersetzt. Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. DCC scheint ja doch gut erfolgreich zu sein. Und Lenkmar, das ist die Stadt, in der die Abenteuer von Fafrat und dem grauen Mausling spielen. Ich habe gerade nachgeguckt, also meine Bücher sind gerade zu doll eingebaut, die kann ich euch jetzt nicht zeigen, dann werde ich mal hier noch ein bisschen was einblenden. System Matters hält damit die Fahne der Sword and Sorcery Fantasy hoch. Dungeon Crawl Classics ist ja ein Sword and Sorcery Setting, ein Sword and Sorcery Rollenspiel. Man kann Dungeon Crawl Classics auch mit Elfen, Zwerge, Hobbits und dem ganzen Zeugs spielen. Aber versucht mal, oder das heißt versucht, macht mal, spielt mal Dungeon Crawl Classics ohne dem ganzen High Fantasy und Herr der Ringe Gedöns. Und ich verspreche euch, ihr werdet eine Bewusstseinserweiterung haben. Dann lernt ihr endlich mal richtig gute Fantasy kennen. So, meine lieben Freunde, das soll es für heute mal wieder gewesen sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ich möchte mich heute mit den Worten Love, Peace and Harmony verabschieden und bis zum nächsten Mal. Euer Lefty. Und lasst euch nicht wegschnappen.